vielleicht ein bisschen komisch, wenn man den Hosenladen sieht. So. Ah, wer ich bin? Manfred Lichti. Manfred Ernst Horst Lichti von Bern Bümplitz. Ich bin Schauspieler. Ich bin nominiert für einen Peter K. Alleine gegen den Staat. Verkörper nicht der Hans-Peter Kneubühl. Du kannst ein Problem losschneiden, hoffentlich. Ich sehe da zwei Imbusschrüppli. Gut, ich bin bereit. Vor ungefähr 50 Jahren hat der Rentner sich verbarrikadiert in seinem Einfamilienhaus, weil er das Gefühl hatte, der Staat wollte ihn umbringen. Es wäre um eine Zwangsversteigerung gegangen. Er ist nachher können flüchten. Die Polizei konnte ihn nachher nach Tagen einfahren. Im Film zeigen wir den Moment, wie er auf der Flucht ist, wie er am Schluss endlich verhaftet werden kann. Oh, Mann. Dass der Ballon abhebt. Deshalb wurde verbrannt. Scheiße! Was mir sehr Eindruck gemacht hat, zum Beispiel, ist Marlon Brando mit seinen Filmen, Robert De Niro, Die Hunter, ein absolut wahnsinniger Film. Da habe ich gewusst, irgendetwas ist das Geheimnis. Ich verstehe die Sprache nicht und der Film berührt mich gleich ungemein. Ich hatte das Glück gehabt, rückblickend gesehen, nicht Chance bekommen, für eine sogenannte konventionelle Schauspielausbildung zu machen, irgendeiner Theater- oder Filmschule. Da habe ich mich den sogenannten autodidaktisch auf den Weg begeben. Method Acting, glaube ich, sagt man dem. Habe ich mich mit dem beschäftigt, leider viel zu wenig. Wie näher das an meinem Charakter liegt, umso einfacher nehme ich jetzt mal an. Ich finde nicht, es ist ein Actionfilm. Es hat eine Action-Szene drin. Nach mir ist das sehr nach der Realität, wie es hätte können sein, wenn so eine arme Seele zum Todesängst aussteht und das Gefühl hat, sie können mich umbringen. 23 Uhr 01, 7 Grad, Nacht. Ein sehr schlechter Tag. Leider ist seinerzeit Hans-Peter Kneubühl ja als Rambo-Rentner und Amok-Rentner und unglaublich gefährlich dargestellt worden. Der ist keine Sekunde Amok gelaufen. Umso wichtiger war es uns, dass wir möglichst nach der sogenannten Realität sind. Es war sehr wichtig, dass wir nicht auf dem gleichen Gleis sind. Ja, ich hatte die Gelegenheit und das Glück, dass Hans-Peter Kneubühl besuchen konnte, das Regionalgefängnis Thun. Ich konnte den Film schauen, im Gefängnis schauen. Er hat mir einen wunderbaren Brief geschrieben. Er hat mich unglaublich berührt. Und er war sehr angetan vom Film. Dann kann ich am Abend ins Bett und die Augen zu und sagen, es war ein geiler Tag. Wegen dem bin ich vor der Kamera. Nun wünsche ich Ihnen eine fröhliche Jagd. Unbedingt ins Kino.